das Tagebuch des Dachses. Hm, sieht wie ein Buch über Naturkunde aus.
Mein Tagebuch. Danke. Übrigens hat mir gerade ein Vögelchen gezwitschert, dass mein nichtsnutziger Nachbar auch Ärger hat. Der Prinz muss dort vorbeigekommen sein. Die Helden nahmen die Verfolgung des Albtraumprinzen wieder auf. Doch sie verloren bald die Spur und Celius war nirgends zu sehen. Im Schein der späten Morgensonne stießen die Helden auf einen Birkenhain, auf dem noch mehr Albträume ihr Unwesen trieben. Immerhin ist Celius in einen einladenden Teil des Waldes geflohen. Ah, hübsche Abwechslung. Nach Regen, Ruinen. Und die Gott... Die Blätter erinnern mich so schön an Gold. Thank you.
Ich habe also doch einen grünen Daumen.